Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute stelle ich euch mal meine kleine Stromversorgungsbox vor, um Geräte zu laden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Was ist das überhaupt für eine Box? Ne? Warum braucht man sowas? Normalerweise will ich hier hinten im Wohnraum will ich meine Geräte laden. Zum Beispiel die Drohne, mein Computer soll da angeschlossen werden. Ich will die Lampen laden. Ich habe ja hier solche kleinen Lampen. Mehr brauche ich nicht. Die kann ich überall platzieren. Und ich habe Telefon und weiß der Fuchs was. Also die ganzen kleinen elektrischen Geräte, die ich so benutze. Und da habe ich eine ganze Menge, weil ich ja viel unterwegs bin und da auch viel filme. Und das will ich nicht alles vorne an dieser Dose laden, sondern hier hinten will ich einen Anschluss haben. Nun kann man das Ganze natürlich fest installieren, aber fest installieren hat immer den Nachteil, wenn ich hier irgendwas verändern will, wenn ich hier irgendwas arbeiten will am Bulli, wenn ich irgendwas, das zum Beispiel in einem anderen Bulli bauen will, dann muss ich das alles immer deinstallieren. Und eine feste Installierung ist halt nur an dieser einen Stelle habe ich dann genau das, was ich möchte, aber nirgendwo anders. Ich fahre ja sehr viel alleine mit dem Bus und da will ich diese Stromversorgungsbox an einer anderen Stelle vielleicht haben, als wenn ich zu zweit mit diesem Bus fahre und hier ein Bett aufgebaut habe und so weiter. Also das ist bei mir immer unterschiedlich, deshalb will ich eine mobile Stromversorgungsbox haben und die kann ich natürlich auch ganz woanders und in einem anderen Auto nutzen, ganz klar. Was ist hier dran oder drinne oder was kann ich damit machen? Ich habe hier USB-Anschlüsse und ich habe hier einen 12-Volt-Anschluss. Und hier ist ein USB-Anschluss, einmal USB-C, den kleinen, den brauche ich ganz oft. Und natürlich noch USB und das ist, glaube ich, 3.0. Und hier drüben habe ich nochmal zweimal USB 3.0. Gleichzeitig habe ich natürlich hier eine Anzeige drinne, wie viel Volt ich gerade drauf habe auf der Batterie. Ich kann das ja auch verschieden einstecken, einmal auf die normale Batterie und einmal auf meine beiden Zusatzbatterien. Und ich habe auf dem einen noch die Anzeige, wie viel Watt ich gerade ziehe und mit welcher Leistung ich da rausgehe. Ich kann hier maximal mit 45 Watt auf einer Buchse sitzen und das finde ich schon sehr viel, also pro gesamter Buchse. Und hier habe ich auch die QD-Ladefunktion. Das ist hier eine ganz normale Zigarettenanzünderbuchse, wo ich Geräte reinstecken kann, wo ich zum Beispiel Original-Ladegeräte habe fürs Auto, die so ein Ding benötigen. Was ist noch dran? Nichts weiter. Hier ist eigentlich nur noch die Input-Buchse quasi, ein XT60. Stecker ist das ja, aber als Buchse verbaut, also als fest verbautes Teil. Und das Ganze ist ein Holzkasten und hat unten einen Filz, damit es nirgendwo schrammt. Ich stecke mal hier mein Kabel rein. Ein Kabel habe ich hier hinten verlegt. Und das Ganze sieht dann so aus. So. Und es leuchtet dann so ein bisschen. Ich zeige euch das gleich von nahem und zeigt mir an, wie viel Volt gerade auf der Batterie sind. Man kann das Ganze natürlich abstellen und dann leuchtet da nichts mehr. Falls einen das stört, das wird nachts der Fall sein. So, und jetzt ist das Ganze aus. Man könnte auch den Stecker ziehen. So, und das steht da oben drin. Das fällt hier auch nicht runter. Na, muss ich staunen. Ich kann da aber auch das einfach fixieren oder in so einen Kasten reinwerfen. Das würde hier auch passen. Wie habe ich das Ganze aufgebaut? Ich habe erst lauter Holzplatten geschnitten. Also ganz einfach mit der Säge Holzplatten geschnitten. Die zusammenpassen natürlich. Ich habe eine Frontseite, die durchgehend ist und eine Rückseite, die durchgehend ist. Und dann quasi so einen Kasten drumherum gebaut. Den habe ich zusammengeklebt mit Holzleim. Das reicht völlig aus. Hier habe ich 30er Bohrungen reingeschnitten. Die Bohrungen schneidet man einfach mit einem Stufenbohrer rein. Ich verlinke euch den in der Videobeschreibung. Das geht ganz einfach mit der Akkubohrmaschine. Einfach drei solche Löcher reingeschnitten. Das reicht schon aus. Und hier nehme ich einen normalen Bohrer und mache zwei Bohrungen und feile das ein bisschen aus mit dem Bohrer. Brauche ich auch nichts anderes. Und dann kann ich das Ganze zusammenbauen. Hier hinten habe ich einfach Schrauben genommen. Okay, es sind ein paar Schrauben mehr. Hätten die Hälfte da auch gereicht. Innen drin habe ich das Ganze natürlich verkabelt. Diese drei Buchsen parallel verkabelt, weil da sind ja mal 12 Volt drauf. Und ich habe noch eine Sicherung hier eingebaut, weil das ja eine fliegende Box ist. Und eine fliegende Box braucht immer eine Sicherung innen drin. Und natürlich ist auch am Anfang des Kabels, wo ich es angeschlossen habe, eine Sicherung, um das Kabel zu schützen. Also einmal um das Kabel zu schützen und einmal um das Innenleben der Box zu schützen, sind hier Sicherungen drin. Hier ist ein Sicherungsautomat drin und ein Sicherungshalter, sodass man die Sicherung gar nicht auswechseln muss. Und wenn ich hier noch ein kleines Löchlein bohre, was ich noch nicht gemacht habe, dann kann ich auch von oben mit einem kleinen Stift kann ich die Sicherung wieder zurücksetzen. Das habe ich jetzt einfach vergessen in der
bei der Produktion, aber das kann ich ja nachholen. Kleines Loch bohren ist ja nicht so wild, da reicht ja so ein 3 mm Loch oder 5 mm Loch. Ich habe das Ganze noch grau lackiert, weil das in meinem Bulli ja viel grau ist und dann fällt die Box nicht so sehr auf. Vielen Dank fürs Reinschauen, das war schon wieder. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.